Lifebuilding Newsletter Nummer 5. Also, was haben wir jetzt diese Woche alles am Start? Was habe ich hier alles vor mir? Also, ich würde ja eigentlich sogar Rollkragenpullover auf die Liste draufschreiben, Leute. Aber, ja, ich dachte mir, das wäre ein bisschen zu langweilig. Aber allgemein, ihr wisst, ich liebe Rollkragenpullover. Und für mich gibt es eigentlich nichts Besseres im Winter wie einen schwarzen Rollkragenpullover und einen Sakko oben drüber oder eine Lederjacke oder einfach allgemein einen geilen Mantel. Soll ich einfach auch mal nochmal so einen richtig coolen Style Guide machen für Männer? Ich weiß, für Frauen kann ich keinen Style Guide machen, aber für Männer könnte ich es. Ich würde sagen, wir fangen an. Und bevor wir anfangen, noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar, wir haben jetzt ganz neu im Programm, falls ihr es noch nicht wisst, den Business Test, Leute. Und was sind denn die zwei Hauptgründe, warum die meisten Selbstständigen und Unternehmer scheitern? Sie wissen nicht, was ist ihre unternehmerische DNA. Also sie kennen nicht die 4 unterschiedlichen Unternehmertypen und wissen nicht, welcher sie sind. Und sie kennen auch nicht die unterschiedlichen Unternehmerlevel und wissen nicht, wie sollen sie einsteigen oder was sind die nächsten Schritte. Also macht unbedingt jetzt hier kostenlos den Business-DNA-Test. Schaut, wo ihr steht und dann werdet ihr auch weiter natürlich beraten von meinem Team und von mir. Jetzt, was habe ich hier ganz zu Anfang? Und zwar, ich filme mich nicht mehr so oft beim Joggen, Leute, aber ich gehe extrem oft zum Joggen. Und ich habe sehr viele verschiedene Oakley-Brillen zum Joggen. Auch natürlich mit verschiedenen Lichtgläsern. Hoppla, so. Also ich habe auch so verschiedene, weil es fragen sich viele, ja Karl, im Winter scheint die Sonne ja gar nicht so viel. Ich habe ja auch gelbes Licht, grünes Licht, blaues Licht. Und ich gehe auch oft Rennrad fahren. Und beim Rennradfahren klatschen einem sonst manchmal auch irgendwelche Viecher ins Auge. Und das Problem ist bei mir meistens, dass dieser obere Bogen, ja, ich habe ja keine Haare mehr hier oben, deswegen fließt mein Schweiß runter. Und bei vielen Brillen ist dann dieses Ding, ja, seht ihr, das berührt dann. Das ist quasi zu eng hier dran, das berührt. Und diese Oakley-Brille, ich werde sie unten auch verlinken, die hat folgende Funktion. Ich kann jetzt hier das so runterschieben, zack, und das schiebt dieses Nasenteil weiter raus, ja, zack. Und jetzt ziehe ich die Brille auf und seht ihr, ist hier ein fetter Abstand zwischendrin. So, ist hier ein fetter Abstand zwischendrin und der Schweiß, ja, stört mich hier nicht mehr und es ist einfach ein viel geileres System und es ist mega geil. Es ist richtig geil einfach nur. Zack. Also Punkt 1. Punkt 2 und zwar das Buch, Leute, von Jocko Willing, Extreme Ownership. Eins der geilsten Bücher, die es gibt. Das müsst ihr euch kaufen. Ich werde es auch unten verlinken. Und ein wichtiges Thema. Die Männer heutzutage sind viel zu sehr verweichlicht, richtig weich. Oh, ich kann nicht anfangen, ich weiß nicht, es ist dem seine Schuld, ich komme nicht los. Hater, wirklich Flaschen, Jammerlappen, Leute, lest das Buch, das macht euch zu einem richtig harten Mann. Frauen, kauft eurem Mann, lest auch selber. Ganz wichtig, Tipp Nummer 2, das macht dich wirklich, das hört dich mental ab und es hilft dir dein Leben unter Kontrolle zu bringen. Punkt Nummer 3, Bose Headphones. Ja, ich weiß, schon wieder Technik, schon wieder Headphones, Leute. Aber ich war einfach schon ein Riesenfan von den Bose Vorgängern. Ich habe es ja auch hier, zack. Boah, Jungs, was geht, Jungs, was soll das? Warum? Du hast ja gesagt, ich soll einen zuschlagen, oder? Nein, ich meine, bei den Angeboten zuschlagen, klickt hier drauf, schlagt voll zu. Ich habe es ja auch hier, Leute, und ja, die sind auch super. Aber was ist hier mein Problem? Da ist hier so ein Schaumstoff, der nimmt Schweiß auf. Ich als jemand, der eine Glatze hat, dann geht mein Schweiß da rein, dann stinkt es irgendwann. Es wird irgendwann eklig, das Ding, ja, irgendwann eklig. Und das Ding hier hat es nicht. Es hat hier schon ein schönes Silikonpad. Ich kann hier reinschwitzen, wie ich will. Und dann kann ich es einfach hinterher wieder perfekt sauber machen und abwaschen. Plus, endlich USB-C. Endlich USB-C-Anschluss. Also diese Kopfhörer, Leute, sind wirklich genial. Die sind ultra geil, mega geil. Kann ich wirklich nur maximal empfehlen. So, legen wir die Kopfhörer auch beiseite. Was ist jetzt Nummer 4? Nummer 4 wäre jetzt in diesem Fall mein Surface. Ich habe, wie ihr auch hier sehen könnt, ganz klar, ich habe ja auch ein iPad. Ich habe auch nochmal extra ein Video gemacht. Ich mache ja auch jetzt extra auch wirklich diese ganzen Technik-Reviews, ja. Also Technik-Videos, Technik-Reviews. Und eines schon mal vorneweg, ja, also das hier
ist cool, aber ist für mich mehr für Hobbyleute. Warum? Das neue Surface 7 hat folgende Vorteile. Es ist einmal für mich nicht nur ein Tablet, ja, sondern es ist auch gleichzeitig ein PC. Ich kann also hin und her schalten zwischen Tablet-Modus und zwischen PC-Modus. Und ich persönlich nutze es am meisten für Aufschriebe. Also was ich mache ist, ich lese beispielsweise Bücher, schreibe mir das auf. Ich habe meine To-Dos hier drauf. Ich habe hier Todoist, OneNote, Google Drive und ich arbeite den ganzen Tag damit. Ich verwende fast kein Papier mehr. Eigentlich, das ist mein letzter Blog, den ich habe. Der hat mir schon extrem lange gehalten. Ich verwende eigentlich kein Papier mehr. Ja? Ich spare Papier und ich verwende eigentlich nur noch solche Tablets. Und das Surface ist das beste Tablet. Und warum habe ich mir das 7er geholt statt dem 6er? Wegen zwei Gründen. Erstens mal, bei meinem 6er war der Bildschirm kaputt. Und zweitens, das hat jetzt einen USB-C-Anschluss. Also genial. Und die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Also der erste Vorteil ist, es ist einfach noch zusätzlich auch ein PC. Und wenn ich es verwenden will, dann ist es hier mit diesem Ding wie ein Laptop. Und der nächste Punkt ist, dieses verstellbare Teil hier ist einfach genial. Dieses verstellbare Teil ist einfach absolut genial, Leute. Deswegen Surface Pro 7. Ich habe ein extra Video da dazu gemacht. Ich werde es auch unten verlinken, wo es den besten Preis für das Gerät gibt. Werde ich also unten haben. Und ich werde natürlich auch noch ein separates Video machen zu diesem Produkt. Oh, da kommt einer. Entschuldigung, können Sie bitte... Vielen Dank. Ich muss ja den AMG wieder tanken, Leute. Das ist gerade die geleasten Autos sind... Karl, bist du noch nicht rich? Ich habe jetzt gerade für Schwarzer Freitag so einen krassen Rabatt rausgehauen, dass ich mir nicht mehr mal mehr meine Autos tanken kann. Ich gebe einfach gerade aktuell meine Coachings zu günstig her. Gib nicht so viel Rabatte her, Karl. Schau dich an. Ich soll nicht mehr so... Leute, ich kann nur noch die nächsten zwei Tage einen brutalen Rabatt geben auf alle meine Coachings, Kurse, vieles mehr. Klick hier drauf und schau es dir an. Was ich jetzt mache, ist, ich erhole mich einfach noch mehr und ich mache so Dinge wie, also ich habe diese Gewohnheit mir einfach angeeignet, Leute, dass ich mir jetzt jeden Tag nicht nur nach meinen zweistündigen Arbeitsfenstern eine 30-minütige Pause einlege, sondern ich habe auch jetzt wirklich so ein zweistündiges Erholungs- und Pausefenster jeden Tag eingelegt. Und ich mache das jetzt mal für die nächsten drei Monate und schauen wir, was passiert. Und zwar, ich habe da MyFitnessCard. Wir werden es mal kurz einblenden. Ich habe mir diese MyFitnessCard geholt und zwar aus folgendem Grund. Der Wladimir hatte sie. Hey, wer hatte sie eigentlich als Erster? Du oder der Lorenz? Der Lorenz hatte die, empfohlen, dann habe ich mir sie geladen und dann hast du es dir. Der Lorenz hat sie als Erster geholt, dann hat der Wladimir sie als Zweiter geholt, dann habe ich sie als Dritter geholt. Und man kann einfach da in die verschiedensten, geilsten Fitnessstudios gehen in ganz Deutschland. Man kann sich Massagen geben lassen, Kryotherapie. Was gibt es noch? Also viele unterschiedlichen... Höhentraining, wo du so Bergluft einatmest. Höhentraining mit Bergluft. Also alles. Also einfach geil. Und ich bin ja... Ich probiere einfach gerne vieles aus. Und es ist einfach so für mich so eine aktive Regenerations- und Erholungsphase. Ich finde es einfach persönlich mega geil. Schauen wir mal, was wir sonst noch hier auf der Liste haben. Jetzt haben wir schon die Punkte abgehakt. Wir haben jetzt schon den Business-Test. Wir haben Bose, wir haben die Brille, wir haben das Surface, wir haben das Buch, wir haben die MyFitnessCard. Jetzt zum Schluss kommen wir noch zu einer sehr coolen Sache und zwar zu den LEDs in unserem neuen Studio. Und das würde ich gleich der Wladimir zeigen und dann bin ich schon aus dem Video draußen. Was ich davor noch sagen wollte ist, wenn du den Business-Test gemacht hast, dann, was ich noch sagen wollte ist, ja, da lade ich mir gleich noch den Abschluss zeigen, Punkt Nummer 7. Ich kann einfach nur sagen, wir haben noch Schoko, ja, wir haben also noch Schoko All-in-One auf Lager. Holt euch unbedingt Schoko und probiert mal Folgendes. Probiert mal Schoko mit Peanut Butter und Banane als Shake. Geilster Shake nach dem Fitnesstraining, den es gibt oder auch ein sehr geiles Frühstück. Und wir haben auch wieder On und auch Off, oder? Vladimir, auch Off gibt es jetzt wieder im Presale. Also On und Off, Leute, im Presale. Oft zum Schlafen, on und noch eine letzte Sache zum Abschluss. Und danach zeigt dann Wladimir Nummer 7, also unsere coolen LEDs für unser neues Studio, was bald fertig ist. Also ich werde diese Videos nicht mehr hier filmen in Zukunft, sondern hier werden nur noch Podcasts gefilmt. Hier wird es also
nur noch ja, Podcasts geben, dann gibt es drüben die Filme und ich wollte noch sagen, der Jeremy Fragrance, ja, der Jeremiah Fragrance hat sein Office neu gemacht und es gibt jetzt auch ein Angebot, also ihr könnt euch das Beste, also auch ihr Frauen, ja, besseres Weihnachtsgeschenk gibt's nicht, Office for Men für euren Man oder auch als Mann holt euch selber, früher war es weiß, jetzt ist es schwarz, checkt's ab, mein Kollege der Jeremy produziert alles beste Zeug, haut's rein Leute, der Vladimir macht's Video zu Ende, checkt die Links unten ab, macht einen Business-Test, abonniert den Kanal, erzählt euren Freunden von dem Kanal, kommt ins Affiliate-Team, verdient mit uns Geld, bis dann. Hey Bruder, warum sind deine Coachings immer so teuer, Alter? Du, schau her, jetzt haben wir Black Friday-Aktion, wir halbieren einfach die Preise, zerreißen es richtig schön, für die Hälfte passt, oder? Hälfte ist klar. Swiped hoch, checkt's ab, Leute, halber Preis. So, ich mache jetzt Nummer 7, Folge Nummer 7 ist, wir bauen hier jetzt das neue Studio. Und zwar werden hier Interviews geführt, Videos produziert für den zweiten Channel, für den ersten Channel. Auf dem zweiten Channel kommen jetzt jeden Tag mega coole Interviews online, geile Gadgets im Test, so wie zum Beispiel die neuen AirPods, mega cool. Ich verlinke das unten noch, checkt unbedingt den zweiten Kanal noch ab. Und jetzt zeige ich euch die Nummer 7. Die Nummer 7 ist mega powered, bleibt mal hier stehen. Und zwar hier kommt noch so eine mega große, da kommt noch was richtig Geiles auf euch zu. Hier kommt noch was richtig, richtig Geiles hin. Und zwar haben wir jetzt hier, wir haben ja übrigens Microsoft. Ha? Und jetzt. Boah, krass, Mann. Das sieht geil aus auf der Cam, glaube ich, oder? Das ist abnormal, geil. Das schaut richtig geil aus. Ja, das ist richtig geil. Das schaut richtig geil aus. Hier drehen wir dann auch Videos ab. Der kam hier zum Beispiel von Microsoft Hub steht. Mega geil, das ist die Nummer 7. Checkt unbedingt den zweiten Kanal ab. Da kommen jeden Tag mega, mega geile Interviews online. Wie gesagt, Gadgets im Test, alles im Test. Und yes, dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Newsletter.